Kurz informiert bei Heise Online mit Jessica Lunge. Wegen knapper Kohlevorräte und strengerer Emissionsnormen steckt China in einer Stromkrise. Das wirkt sich auf Industrieproduktion und private Haushalte aus. Probleme mit ihrer Produktion könnten Konzerne wie Apple und Tesla vor der Haupteinkaufszeit zu Weihnachten bekommen. So haben mehr als 30 in Taiwan notierte Unternehmen bei ihren Niederlassungen in China die Arbeit eingestellt, um die Strombeschränkungen einzuhalten, berichtet Reuters. Darunter der Apple-Zulieferer Unimicron Technology und die Concraft Holding, die Lautsprecherteile für iPhones herstellt, sowie die Zulieferer des Elektroautoherstellers Tesla. Liberty Global kehrt nach Deutschland zurück. Gerade einmal 2 Jahre, nachdem der Telekom-Konzern seine deutsche Kabeltochter Unity Media an Vodafone verkauft hat, möchte er in neu zu legende Glasfaseranschlüsse investieren. Vehikel dafür ist ein neues Joint Venture mit dem Finanzinvestor Infrawire Capital Partners mit dem Namen Liberty Networks Germany. In der ersten Phase sollen Glasfaseranschlüsse direkt bis zu den Endkunden nur in einer kleinen Zahl an Kommunen verlegt werden. Details wollte Liberty Global im Gespräch mit Heise Online noch nicht nennen. Der Vorstandschef von Volkswagen, Herbert Diess, hat 10 konkrete Vorschläge dafür gemacht, wie die neue Bundesregierung den Kampf gegen den Klimawandel forcieren kann. Er fordert unter anderem eine deutliche Erhöhung der CO2-Preise, ein Ende der Subventionen für fossile Kraftstoffe sowie den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien. Damit reiht sich Diess in die Liste der Wirtschaftsvertreter ein, die konkrete Forderungen an die Vertreter der Bundestagsparteien stellen. Auch wenn Diess das nicht dazu schreibt, würde sein Konzern stark davon profitieren, würde seinen Vorschlägen Folge geleistet. Die Science-Fiction-Kultserie Babylon 5 soll eine Neuauflage erhalten. Das bestätigte Serienschöpfer J. Michael Straczynski auf Twitter, nachdem das US-Branchenmagazin Variety darüber berichtet hatte. Erzählt werden soll erneut die Geschichte von John Sheridan auf der Raumstation, aber so wie Straczynski die Serie heute erschaffen würde. Eine Weiterführung der Handlung war nicht möglich, da mehr als die Hälfte der Schauspieler aus der Originalbesetzung bereits verstorben ist. Zwischen 1993 und 1998 gedreht, gehört Babylon 5 zu den wichtigsten und beliebtesten Science-Fiction-Serien überhaupt. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.